Howdy, AFOPS, willkommen im Wilden Westen. Ich bin der Marco und bei mir ist der... Der Klaus, auch von mir ein herzlich willkommen im Nottenstein-Studio von Bluebricks und im Wilden Westen, ganz genau. Und der Marco hat gesagt, Klaus, wir müssen mal ganz schnell ein Video machen zu unserem Fort, sonst ist das weg, bevor das Video da ist, ne? Ja, ich meine, weg ist immer nur so ein vorübergehender Zustand, aber ja, noch ist es da. Und da du das Western-Thema ja so ein bisschen an dich gerissen hast, wer könnte es dir verdenken, dass aber ein Bluebricks-Special ist, dachte ich mir, wir drehen es einfach zusammen. Ist aber nicht das erste Bluebricks-Special. Die ersten beiden Gebäude waren auch schon Bluebricks-Special. Ne? Ja, die ersten drei sogar. Ne? Der General Store, stimmt, die Schmiede, drei. Die Western-Schmiede und der Sheriff's Office. Und okay, Marco kann das eh viel besser. Und dann haben wir noch die Mine. Da hätte ich ja sau gerne ein Video dazu gemacht, aber ich muss warten, bis die wieder da ist. Ist aber, glaube ich, unterwegs. Ja, ja, die ist aber sehr begehrt gewesen. Das hier haben wir ganz bewusst als Special gemacht, denn es gibt auch noch ein Erweiterungsset. Und da ist das beim Bluebricks Pro dann immer ein bisschen schwierig, weil da müssen wir größere Stückzahlen machen bei Bluebricks Pro und weil wir vorher nicht wissen, wie viele von dem Erweiterungsset wir noch benötigen und weil die natürlich gut zusammenpassen müssen, ja, haben wir gesagt, dann machen wir das alles als Bluebricks Special. So, das ist es. Hier steht es. Das Ganze ist modular. Ne? Ja, das sind jeweils 16 mal 16er Plates, 9 Stück 3 mal 3. Und man kann das bereits ab Werk, man kann das, wenn man will, fest miteinander verbauen. Ich glaube, die Anleitung zeigt das auch, indem man diese Linien, die hier so durchgehen, jeweils so mit längeren Plates, die beiliegen dem Set, laut Eugen, verbauen, dass es fest miteinander verbunden ist und nicht zu trennen ist. Wir wollen euch das Set ja aber zeigen. Deswegen ist es bei uns noch so schön modular. Haben wir das getrennt und können jetzt jedes einzelne Modul euch von allen Seiten zeigen. Und das Tolle dabei finde ich ja dann wirklich, man kann sich das auch sehr einfach nochmal anders umstellen. Ne? Wir werden auch gleich nochmal sehen mit dem Erweiterungsset. Man kann dann mit dem Erweiterungsset zum Beispiel, wenn man möchte, auch den Innenhof größer machen und. Da hat man dann im Prinzip ganz viele Variationsmöglichkeiten. Ne? Und wir bauen das nachher um und dann dürfen wir spielen. Ne? Wir dürfen spielen. Ja, wir haben ja auch Soldaten dazu. Wir haben ja extra von Xingbao auch ein Set mit lauter Soldaten, mit lauter Figuren machen lassen, damit man das hier bevölkern kann. Das werden wir dann gleich tun. Aber erstmal müssen wir arbeiten, ne? Ja. Und da zeigen wir das jetzt. Also, wir haben hier vorne natürlich drei Module. Hier in der Mitte hängen drei jeweils über eine Handvoll Noppen schon zusammen, weil die Treppe hier so ein bisschen über das Modul hinausgeht. Das mache ich jetzt einfach mal auseinander. So. Und hier haben wir auch einen Tritt, das kann man auch zusammenlassen, ja genau. So, wollen wir von vorne nach hinten? Klar. Los geht's ja beim Tor eigentlich, ne? Das Tor vom Vor. Das Tor vom Vor. Wir haben hier auch, das ist ja auch so schön befestigt, wir haben hier einen Riegel. Ne? Wir wollen der ganzen Sache ja auch mal einen Riegel vorschieben können. Habe ich schon so überlegt, wofür ist jetzt diese Teil dort. Ja, guck mal. Ja, da musst du es hinsetzen. Ja, ja. Jetzt ist zu. Wunderbar. Könnt ihr da hinten reinlegen. Jetzt ist zu. Jetzt geht es nicht auf. Und wenn man das abmacht, dann geht es auf. Und jetzt zeigt sich auch, was hier diese kleinen Vertiefungen sollen in den Wänden. Die braucht man, damit diese Verriegelung die Tür aufgeht, nicht im Weg ist und die Tür wirklich komplett zu öffnen ist und wir eine große Durchfahrt haben von 10 Noppen Breite, das ist mal richtig ordentlich. Das ist ordentlich. Designt übrigens hat das dein Namensvetter Marco, ne? Der Marco aus Italien, ganz genau, der ja auch verschiedene von den anderen Westernhäusern schon designt hat. Und, muss man ja schon zugeben, die leben hier im Fort ein bisschen gefährlich, weil diese ganzen roten Fässer, das erste Mal, dass ich dieses Element übrigens in Rot sehe. Oh ja, da hast du recht. Mit so einer Lunte obendrauf. Das ist Sprengstoff. Das sieht gefährlich aus und das hat man hier auf einigen Modulen des Öfteren einfach so rumstehen. Also mit Brandpfeilen schießende Angreifer oder so. Oder da brauchen wir doch dringend einen Stickerbogen, Rauchen verboten. Ja, genau. Kein Feuer können auch. Von wegen Stickerbogen, wir haben hier so ein großes Schild, da ist noch nichts drauf. Mhm. Braucht ihr da noch was? Wollt ihr da irgendwie so
Bluestone Fort, Bluestone City haben wir ja. Ne? Ja. Also, ja. Müssten wir uns was ausdenken. Genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Könnten wir noch einen Stickerbogen dazu entwerfen? Gerne mit Namensvorschlägen. Mit Namensvorschlägen, genau. Genau, jawohl. Gut, das ist das Tor. Das ist das Tor. Dann hast du da einen kleinen Turm und der sieht auch richtig toll aus von hinten. Ja, auch so ein kleiner Rinderschädel. Hier ist ein größerer. Mhm. Außen ein Kaktus. Ich mag ja solche Pflanzen, so Brickbuild, finde ich schön. Ja, eine kleine Ecke, man kann sich hinsetzen, man hat ein paar Vorräte. Das sieht auch aus. Diese Strohballen auch. Die Strohballen, ja, genau. Hat er in dem Fachwerkbauernhof auch schon eingebaut. Für die Pferde. Es gibt ja auch einige Pferde, wenn man das Set mit den ganzen Soldaten hat, hat man jede Menge Pferde. Die müssen ja auch was zu fressen haben. Also, erste Ecke mit so einem kleinen Schrägdach, ein kleiner Unterstand. Und die ganzen Wände, die sind gemacht aus diesen 1x4, wie nennen die sich, Marco? 1x4 oder 1x2. Es sind auf jeden Fall Modified Bricks und den englischen Begriff kenne ich nicht, aber ja, die ergeben diese Palisadenoptik. Richtig gut. Die werden gut, ne? In unserem mittelalterlichen Wachturm und in dieser kleinen Farm werden die quer eingebaut, genau, um diese richtig. Blockhausoptik der quer aufeinandergelegten Baumstämme zu erzeugen. So ist es halt das klassische Baumstamm neben Baumstamm zusammengebunden. Genau. Sehr schön. So wie man sich das vorstellt. Und weil die oben ja entrindet sind, werden die oben dann durchaus ein bisschen heller. Ja. So, und da haben wir nochmal einen Turm, der ist aber deutlich größer. Ja, also mindestens einen großen Ausguck braucht man schon. Genau. Und überall hängen die Waffen. Ne? Also. Ja. Da haben wir dann oben auch noch ein Fernrohr. Ja. Auch noch ein Kaktus außen und auch diese kleineren Kakteen hier. Und unten haben sie so eine gemütliche Leseecke, ne? Mit Bank und Sessel und so weiter. Müssen ja auch irgendwie mal relaxen, die Jungs. Und der Tisch mit der grünen Ober. Ich habe erst gedacht, das ist so ein Spieltisch, weißt du, wo so ein Roulette-Tisch wegen dieser grünen Auflage. Aber dafür reicht der Sold wahrscheinlich nicht. Ich meine, Karten werden sie bestimmt spielen, so ein bisschen Poker. Ganz sicher, ganz das genau. Muss schon sein. Und, und natürlich auch für den effektvollen Bumm wieder so ein Fass mit Du weißt doch, wenn man viel Geld hat, dann darf man nicht zocken. Aber wenn man wenig Geld hat, muss man zocken. Die haben vielleicht so wenig Sold gehabt, die mussten zocken. Ja. Who knows? Und hier ist es auch nochmal, gemütlich davor und dann haben wir ein Gefängnis dabei. Ne? Ja, muss schon sein. Wenn man mal für die Bösen. Wenn man den Bankräuber vielleicht gefangen genommen hat und bevor man ihn zum Sheriff's Office zurückbringt, dann muss man ihn erstmal da einsperren. Ja, oder wenn sie sich nach dem Zocken anfangen zu kloppen. Oder es ist die Ausnüchterungszelle. Die Ausnüchterungszelle. Oder das ist die sogenannte Freigangzelle. Okay, ja. Gut. Du hast auch noch so ein Mauerteil ist ja jetzt gar nicht richtig. Wand? Palisade. Palisade. Und hier, es muss ja auch, ich meine, es gibt auch Leitern, aber hier kommt man mal bequem hoch. Also hier geht wahrscheinlich der Oberst, so der Hauptmann, der Kommandant, der geht dann bequem hier rauf und runter und andere nehmen dann die Treppe. Genau. Auch, man kann sich wieder hinsetzen, man hat, man kann auch ein bisschen Holz hacken. Auch hier ist wieder ein Kaktus, auch hier ist wieder Schießpulver. Tonne Dynamit. Braucht man ja, um die Kanone dann auch betreiben zu können. Die Kanone habe ich. Die Kanone hast du, ja. Die steht nämlich hier nochmal so auf so einem Eckmodul drauf. Der Turm ist ähnlich dem Turm, den du auch schon hattest. Wir haben halt hier unten ein bisschen andere Einrichtung und nicht die Heu- und Strohballen wie in dem anderen Modul. Aber der Turm ist im Prinzip identisch. Hier haben wir dann auch eine Leiter. Und genau, wir haben die Kanone, genau. Wir haben hier diese schönen, effektvollen, runden Kugeln, die passen da aber nicht rein. Wir haben da unten aber auch diese runden 1x1 Bricks, die Kamera wird sie bestimmt erwischen, damit kann man diese Kanone abfeuern, weil die ja... Er schießt nicht den Partner. Voll, er ist momentan nichts drin. Aber er hat kurz hat zusammengezuckt. Ne? Aber sie ist halt ganz normal, wie man es vielleicht kennt von früher aus den alten Piratensets. Da ist eine Feder drin, da kann man einen runden Brick reinpacken und dann feuert er. Also sowas hier geht auch. Aber, Flaschenpost können wir hier. Ja. Geht das? Das fällt wahrscheinlich nicht tief genug rein. Okay. Da ist ja extra in der Mitte noch so ein Stift, damit man nur diese runden, offenen reinstecken kann. So, aber das ist also mein Turm. Eine Kanone, jawohl. Haben wir auch. In meinem Eckmodul ist ein Kamin.
Das ist für eine Schmiede, nehme ich mal an. Ne? Das sieht aus, als wäre es für eine Schmiede, jawohl, auch mit so einem Feuerkorb davor. Das ist wichtig. Also das finde ich schon schön gemacht, also was hier wirklich alles an Leben drin ist. Ja. Ich hatte früher mal ein Ford von Playmobil. Mhm. Das war auch sehr schön. Es gab auch Module und man konnte sich die Wände so aufbauen, wie man wollte. Man konnte auch noch welche zusätzlich kaufen. Aber das hier hat es da alles nicht gegeben, so diese verschiedenen Häuschen. Es gab ein Haus, war drin. Ja, klar, Turm von dem Kommandant, gehabt. Aber so viele Sachen, wie der Marco das hier jetzt reingebaut hat, so viele verschiedene Sachen, das gab es nicht. Also das begeistert mich, muss ich sagen. Hier ist auch der Amboss und es hängt einiges an Schmiedewerkzeug hinten an der Wand. Der Amboss Brickbild, ne? Ja. Ja, also das finde ich auch, finde ich grundsätzlich schöner, wenn man die Sachen Brickbild macht aus Standardstein. Das macht der Marco auch richtig gut. Das hat er hier wieder gemacht an vielen Stellen. Das hat er auch bei dem kleinen Western Cottage gemacht, wo er dann eine wunderschöne Ente, die da irgendwo auf dem Stein am See sitzt, also auch alles Brickbild. Also das macht der Marco ganz gut. Oder denk an die ganzen Tiere in diesem kleinen Stallgebäude, richtig, die Schweine, drei Kühe und so. Ja. Auch alles Brickbild finde ich viel schöner, als wenn man da ein anderes fertiges Teil hat, was eigentlich mit Noppensteinen dann gar nicht so viel zu tun hat. Hier haben wir jetzt, das ist halt die einzige Stelle, wo es zusammenhängt, weil das hier quasi ein Tritt ist, um hier hochzukommen. Aber das wird ja normalerweise einen Brunnen, auch von den anderen eingerahmt. Ne? Und das Wasser muss ein bisschen tiefer liegen, denn man sieht kein Wasser, man sieht nur das tiefe, tiefe Loch. Schwarz. Und natürlich ist hier unten zu Ende, aber wie effektvoll doch so ein paar schwarze Fliesen sein können. Man denkt, es geht hier noch ein Dutzend Meter runter, bis dann irgendwann vielleicht hoffentlich mal das Wasser kommt. Ich meine, wenn außerhalb des Forts schon die Kakteen wachsen, kann man sich denken, der Grundwasserspiegel ist ein wenig niedriger. Das schwarze Loch aus Noppensteinen. Ja. Und hier haben wir das zweistöckige Gebäude. Zwei Stockwerke, denn man kann nicht nur hier das abmachen. Oh, das ist doch mal wieder genial. Ich denke, da wohnt dann auch Commander drin. Hm? Ja. Hat er was zu lesen? Schaut da mal rein. Das kennen wir ja von dem Marco, wie der auch die anderen Western-Gebäude innen drin sehr, sehr schön immer wieder gestaltet. Hier oben ist eine Klappe. Ist das ein Notausgang oder was haben wir da? Oh, ein kleines Fenster. Kleines Fenster. Ist halt, führt noch nach innen, ne? Nicht nach außen. Kann man ein bisschen. Ja, aber solche Kleinigkeiten sind es. Das finde ich dann immer wieder toll. Also auf solche Ideen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch nie kommen. Mhm. Ich wäre ein grottiger Designer. Ich würde das alles pragmatisch hochziehen und diese vielen fantastischen Details, das wird bei mir dann alles fehlen. Also cool. Ja, und zweistöckig, weil hier oben. Nicht wirklich mit Stehhöhe, aber so zum Reinkriechen haben wir ja noch was. Ne? Also hier geht es ja noch mal ganz klein zur Sache. Man kann sogar liegend hier noch rausfeuern und das Fort, weil das hier ist ja außen, das Fort auch von innen noch verteidigen. Ne? Kann er schießen, hat er ein Fernglas, seine Goldbestände hat er dort offensichtlich auch gelagert. Und wie sich das gehört, was ja manchmal bei Gebäuden fehlt, da fragt man sich immer, wie kommen die eigentlich vom Erdgeschoss in den ersten Stock, ne? Hier, ganz wichtig, ist die Leiter. Ne? Also ja. Da wird sich schon Gedanken gemacht, so wie das. Das muss schon stimmen. Mich ärgert das auch, wenn ich halt so ein Gebäude habe und mir denke, so, wie komme ich jetzt von. Ja, ne? Ich meine, das stört einen so mit 6, 7 beim Spielen stört einen das noch nicht. Oder irgendwann. Also mich hat das früher auch schon gestört, wobei ich weiß nicht mehr genau, ob ich dann eine 7 oder 9 war. Ab einem gewissen Alter denken sich, Mensch. Genau, wie kommen die da eigentlich rauf? Und dann kommt meine Frau und fragt, wo ist denn da die Toilette? Ja, aber sie hat prinzipiell ja recht. Ne? So, jetzt haben wir hier 9 Module. Die ergeben 3x3 so ein großes Vor. Aber man kann das ja noch größer machen. Genau, das machen wir jetzt. Ja. Jetzt dürfen wir spielen. Aber wollen wir erst die Setcard von dem Set machen, bevor wir es größer machen? Wir dürfen doch nicht spielen. Also unser Western Four hat die Set Nummer 103301, schon 3436 Teile für 139,95 €. 39 x 39 cm lang und breit und 22,5 cm hoch am Turm. Und es ist, ich würde sagen, von der Baukomplexität entspannt bis durchschnittlich. Also kein großes Problem eigentlich. Es ist halt nur schon ein etwas größeres Set.
Und es ist erweiterbar mit dem Set 103304. Und das habe ich jetzt hier. Das wollen wir jetzt machen. Jetzt will ich spielen. Du willst spielen. Ja, also wir brauchen ja vorne immer noch ein Tor. Da einigen wir uns mal drauf. Und wir bauen jetzt nicht 3x3, sondern 4x4. Das heißt, wir brauchen noch mehr Wandelemente. Ich habe hier so eins. Das hat hier lauter so hängende Ketten, die das Ganze ein bisschen unterteilen. Und dahinter sind tatsächlich zwei... Ein Vorhang praktisch. Ein Vorhang. Und dahinter sind tatsächlich zwei Betten. Cool, cool. Und außen, finde ich ja auch toll, da liegt mal so ein halbes Rind-Bison. Stellen wir das mal noch dazu. Das sind jetzt noch die Prototypen, das heißt, die Farben stimmen noch nicht. Ne? Genau. Dann kommen die beiden Ecken, ist klar. Dann habe ich hier noch was Neues. Ja, so ein Steingebäude. Wenn man vielleicht doch nicht die Fässer mit den explosiven Dingen offen rumstehen haben will, würde ich sagen, in ein Steingebäude, sollte sowas... Da ist auch ein Safe drin, sehe ich, ne? Ah ja, genau. Also da kommt dann der Sold rein. Den sie dann wieder verzocken, die Jungs. Ja, das haben wir. Und wir brauchen natürlich auch mehr Innenraum, denn wir haben jetzt ja nicht ein einziges Feld in der Mitte bei 3x3, sondern gleich 4. Ja. Also habe ich hier noch sowas zum Kochen, würde ich ein mal sagen. Bällchen, ja. Und... Guck dir das an. Mit den ganzen hängenden... Speisekammer. Mit der Speisekammer und hier wird gesessen und gegessen. Das passt doch direkt hier so wunderbar dazu. Und wenn Sie unterwegs sind, dann haben Sie hier Ihren Küchenwagen. Dem kommen die hier schon mal an. Richtig. Weil die wollen ja auch unterwegs nicht hungern. Genau. Ne? So, brauchen wir was für die Ecke. Aber bevor ich die Seiten dran mache, haben wir nur eine Sache für die Mitte. Ja, ich meine, manchmal ist es halt, naja, manchmal hilft halt gutes Zureden dann nicht mehr und dann muss man drastische Maßnahmen ergreifen. Haben wir hier eine Ecke und das muss dann so nach hier. Guck mal, du hast ja noch so einen tollen Turm, Marco. Ja, ich habe noch so einen tollen Turm. Zeig den doch mal, ich möchte so einen tollen hier jetzt Turm. Die Flagge mal hissen. Ja. Das ist ein Turm, der ist, glaube ich, der ist noch mal ein Stück größer als der andere. Breiter und er steht nicht an der Ecke, sondern so in der Mitte. Der könnte vielleicht hier hin, damit der andere dann hier drüben ist, damit man so zwei Türme an verschiedenen... Gute Idee. Richtig. So machen wir das. Und hier ist jetzt bei unserem Blue Brick Special nur so eine einfache, einfarbige Flagge, aber wir haben ja bedruckte Flaggen. Das wäre übrigens auch eine Idee. Guck mal, wenn wir da einen Stickerbogen machen... Ja. Dann machen wir da vielleicht auch die Flagge noch in verschiedenen Variationen drauf, weil die hat sich ja dadurch, dass das mehr und mehr Staaten geworden sind, ja. Am Anfang waren die 13 Sterne im Kreis angeordnet, dann wurden das mehr und mehr Staaten und die Sterne wurden immer wieder anders angeordnet. Genau. Da können wir da noch zwei, drei Varianten von der Flagge mit auf den Stickerbogen Richtig. Machen. Richtig, das ist jetzt quasi eine moderne amerikanische Flagge mit 50 Staaten, aber das hat sich im Laufe... Naja, dieser Epoche, Mitte 19. bis Ende 19. Jahrhundert, so die Wildwest-Epoche, ja noch durchaus geändert. Und die konföderierten Flagge gab es ja auch. Da passen allerdings die Uniformen nicht, die waren eher so grau. Die müssen wir vielleicht noch machen, ha? Was meint ihr? Dass man da eine zweite Partei hat? Ja. Ja. Ich meine, früher, so in Playmobil in den 80ern und so, da gab es dann ja die Indianer, die gegen die Soldaten gekämpft haben. Aber das ist heutzutage... Da hieß es aber auch schon, dass wir doch jetzt mal Indianer machen sollten. Ja. Das ist auch so eine politische Sache, weil ist Indianer schon der richtige Begriff oder die amerikanische Ureinwohner und so? Wir machen Noppensteine. Ha? Wir machen Noppensteine. Na gut. Genau. Habe ich hier noch so ein... Auch noch ein bisschen Vorräte. Schön. Das kann dann noch rüber zu dir. Okay. Und dann... Das mache ich noch vorne dran, dass wir breiter werden. Ne? Wie groß wolltest du werden? 4x4 wird es. Also wenn du es jetzt Wie vorne 5 breit machst. Wie groß willst du werden? So wird es ungefähr so. Ja, wir müssten da jetzt eigentlich schon die Ecke und dann das. Na gut, dann machen wir den kleinen hier, machen wir hier hin. Den machen wir hier vorlehnen, so meinst du? Ja, ja. Das ist gut. Dann kommen wir jetzt auf insgesamt 16 solche 16 mal 16 Noppen. Also wir haben jetzt hier 64 auf 64 Noppen. Umgerechnet werden das 4 Baseplates, 4 32er Baseplates an Noppenstein vor. Das ist schon
Aber wir echt könnten das, auch wenn wir wollten, jetzt noch in andere Formen bringen. Ne? Ja, man kann, ich meine, man könnte sogar, wenn man ein bisschen kreativ ist und diese Module ein bisschen umbaut, könnte man auch so einen Knick noch reinmachen, indem man das einfach ein bisschen anders baut. Oder man macht 3x5 und lässt eins weg. Oder man sagt, ich will ein riesiges haben, das hinten offen ist zum Spielen und baut diese Teile auch noch mit an die Seite dran? Also ich glaube, das würde ich ja fast machen, weil der Marco hat da innen so viel reingemacht, da ja. ist gar nicht mehr so viel Platz. Ne? Also schon, ist riesig, aber ist schon wieder irgendwie alles voll. Ne? Diese riesengroßen Kutschen, die würden dann schon nicht mehr reinpassen, das stimmt. Aber mit so einem Erweiterungsset, wo man ja auch jede Menge Wandelemente hat, kann man das beliebig erweitern. Und was man mit der Mitte anstellt, ob man die vielleicht auch ein bisschen freier lässt. Man braucht 2 Erweiterungssets, Marco. 2, ja. Und es wird diese 16x16er Plates ja bei uns auch in solchen 10er Packungen als Elemente-Sets geben. Die Kanone da doch bitte noch mit hin. Jawohl. Ich finde das ja so süß. Ich finde das ja so toll. Das gefällt mir richtig gut. Brauchen wir noch den Kommandanten, der hier quasi auf seiner Veranda sitzt. Den kriegen wir auch noch. Guck mal hier. Jawohl. Der Marco hat die alle so schön hier auf die Schiene. Ja, ich dachte mir, das müssen wir mal zeigen. Ja, die stehen auch alle so Gewehr bei Fuß, ne? Also wie sich das? Ja. Der da oben wird langsam schwach, der fällt jetzt in Ohnmacht. Hat wahrscheinlich irgendwas gesehen, was ihn erschrocken hat. Vielleicht die Indianer am Horizont oder die Konföderierten, die kommen oder so. Oder die große Bande, die Daltons oder so. Haben die Konfigurierten im Vor angegriffen? Die Fort, sie waren ja nun eher so an der in den westlichen Gefilden, den Indianern dann abgetrotzt haben. Ich glaube nicht, also habe ich auch in dem John Wayne-Film oder so nie gesehen, dass sich da Blauröcke und Grauröcke. Nee, die haben sich, ich glaube, die haben sich tatsächlich eher in den Bundesstaaten, die es schon gab, in Richtung der Ostküste, haben genau, die richtig. Sich. Bekämpft, also bräuchten richtig. Wir hier dann tatsächlich eher Indianer dazu. Ne? Schreibt uns doch das mal unten in die Kommentare, ob ihr Indianer haben wollt. Dann brauchen wir Zelte, ne? Das wird gar nicht so einfach. Brickbild oder Stoff. Mit Folie, mit Stoff. Ne? Das haben die ja sehr schön gemacht bei Xingbao. Ne? Mhm. Diese Stofflösung da, muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Ich fand persönlich ein bisschen friemlich diese goldenen Aufsätze hier, um die Plane zu befestigen. Und man braucht sie nicht mal. Sondern die hält auch sehr gut, weil da sind ja die Haken dran. Also dann kann man es auch leichter abnehmen. Muss man gar nicht mehr haben und sieht, glaube ich, sogar ein bisschen schöner aus. Ja, das ist toll. Also, und du hast absolut recht, jetzt, um richtig loszulegen und zu spielen, bräuchten wir jetzt tatsächlich ein Jahr. Wir schauen mal, was wir da noch machen. Erste Stufe, wie gesagt, ist im Moment noch da. Die Ausbaustufe, habe ich gesehen, ist fertig gepackt und ist auf dem Weg, wird also in den nächsten 2, vielleicht 3 Monate hier sein. Wir haben momentan ganz, ganz, ganz große Probleme, Container zu bekommen und die Sachen liegen teilweise wochenlang im Lager in China, bis wir sie abtransportiert bekommen. Das ist momentan, was da international im Transportbereich, habt vielleicht teilweise auch in den Nachrichten mitbekommen und so, das ist schon richtig schwierig. Die Containerpreise sind explodiert, 6-mal so hoch oder so wie vor einem Jahr. Und selbst für die Preise bekommt man dann die Container nicht so, wie man sie braucht. Und dann wurden diese Häfen ja jetzt auch mal vorübergehend tatsächlich geschlossen in China, aufgrund von Yangshan, vereinzelten Guangzhou, Corona-Fällen. Shenzhen waren zu oder teilweise zu für 1-2 Wochen. Die Chinesen sind da rigoros, also auch wenn man sich die Infektions- und Todeszahlen mal anguckt. In Deutschland reden wir aktuell irgendwie über 93.000 oder so. Ne? In China ist das dann in Provinzen aufgeteilt, weiß nicht, 15, 16 oder wie viel das sind. Auf jeden Fall, da reden wir dann in den allermeisten Provinzen über Todeszahlen irgendwie zwischen 0 und 10 oder sowas. Also die haben das da ganz offensichtlich schon recht gut im Griff. Sind aber auch wahnsinnig resolut. Also wie gesagt, da haben wir 1-2 Corona-Fälle im Hafen und dann wird der Hafen mal eben für 2 Wochen dicht gemacht. Und wir warten auf die tollen Sets. Also das ist da, ein Teil kommt davon. Und von daher, wir brauchen die Container, denn Noppensteine kann man ja nie genug haben. Ne? Richtig. Demnächst gibt es mehr, wenn die nächsten Container hier sind. Euch wünschen wir viel Spaß beim Bauen und beim Spielen.
Bis dahin, bis demnächst aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Und ich wünsche mir noch so ein Erweiterungsset, einfach nur mit Kakteen in verschiedenen Größen, so mit Szenerie, so zwischen den Gebäuden.